Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und wie angekündigt heute mein Gast Jakob Augstein. Hallo. Ich grüße Sie. Wie fangen wir an? Wir haben gesagt, heute kein Interview, sondern wir wollen ein Gespräch führen zwischen einem Mann, der Internet und Zeitung verbinden möchte und jemanden, der nur Internet macht. Warum machen Sie nur Internet? Ich könnte auch Zeitung machen, oder? Ja. Wie ist Zeitung machen? Schön, Zeitung machen ist toll, weil das, was man macht, kann man nachher anfassen. Das ist nicht schlecht. Auch im digitalen Zeitalter ist es toll, wenn man Sachen anfassen kann. Und ehrlich gesagt ist Zeitung machen viel, viel einfacher als Internet machen, weil man nicht so viel Technologie braucht. Die Technologie auch leichter zu beherrschen ist. Wer auch Internet macht, Piratenpartei. Aha. Die kam, hat für Unruhe gesorgt, Wirbel gesorgt. Und jetzt gibt es noch eine Partei, die heißt AfD. Die machen nicht so viel Internet. Die machen nicht so viel Internet. Ich habe aber vorgestern mit Volker Beck getwittert. Aha. Also der twittert öfter AfD als Grüne. Das ist, ich weiß auch nicht. Also die kriegen schon Werbung von der anderen Seite. Das heißt, will er die hochschreiben sozusagen, damit die der CDU und der FDP die ganzen Stimmen wegnehmen? Könnte sein. Also das ist eine gute Strategie. Mich würde jetzt aber interessieren, warum gibt es jetzt permanent solche Parteien, die Themen besetzen? Naja, das sind Protestparteien im eigentlichen Sinne, also was ich nicht schlecht finde, weil Politik hat mit Protest zu tun. Es ist die Aufgabe von Politik und dann auch die Aufgabe von Parteien, Unmut, der bei den Menschen da ist, zu bündeln und in den politischen Prozess hineinzubringen. Das tun die Piraten, weil es großes Bedürfnis nach Partizipation gibt bei jüngeren Leuten, weil jüngere Leute den traditionellen politischen Prozessen misstrauen. Und das tun jetzt eben auch diese AfD-Leute. Das ist natürlich eine Partei, können Sie sich denken, die liegt mir jetzt nicht so nah. Ich misstraue denen. Die schauen auch nicht so wie Zukunft aus, mehr so zurück in die Zukunft. Ja, das sehen die natürlich anders. Das sind lauter VWL-Professoren, die können Ihnen genau vorrechnen, warum der Euro nicht funktioniert. Aber die haben halt nicht begriffen, übrigens auch so wie die Bundeskanzlerin das nicht begriffen hat, dass der Euro oder überhaupt alle Politik nicht etwas ist, was man nur ausrechnen kann, sondern was mit Werten zu tun hat und mit Entscheidungen und auch mit Prioritäten. Und der Euro ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir alle im politischen Raum jemals erlebt haben bisher. Ich glaube, dass das die größte und wichtigste Errungenschaft ist und das bedeutendste Ereignis ist, was wir alle erlebt haben. Ich halte das auch für wichtiger, auch für uns, als die deutsche Einheit, ist der Euro, weil sozusagen die Einigung, die sich da vollzieht, viel, viel größer ist als nur die deutsche Einheit. Das ist eben die Einheit Europas. Und durch die Währung? Ja, durch die Währung. Na klar, ich bin da. Es gibt ja so diese zwei Schulen, nicht? Die einen sagen, es fängt mit der Währung an und der Rest kommt dann später. Die anderen sagen, die Währung kann erst kommen, wenn der Rest schon da ist. Krönungs- und Grundsteintheorie. Und ich glaube, dass diese Idee, man fängt mit der Währung an und daraus entwickelt sich die politische Einheit. Das war immer die französische Idee. Die Franzosen haben das immer so gesagt. Ich glaube, dass es richtig ist, das stimmt. Man muss es nur richtig machen, man muss es nur wollen. Und das Problem ist ein bisschen, dass sowohl die Südstaaten als auch Deutschland, ehrlich gesagt, beide Seiten verhalten sich nicht so wie Länder, wie Systeme, die diese Einheit wirklich wollen. Ich mache den Fernseher an und gucke Will oder Illner und dann sitzt dieser Bernd Lucke da von der AfD. Der lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, rechnet Dinge vor. Ich habe das Gefühl, von der Publikumsreaktion her, er wird eher angenommen, aber was mich eher irritiert ist, wie irritiert und fast blöd aus der Wäsche Leute wie Trittin und Brüderle und wer auch immer da sitzt, wirklich gucken und irgendwie da inhaltlich nicht Paroli bieten können. Weil die Leute wie dieser Lucke, das galt auch für Sarrazin, sind Zahlenpopulisten. Das sind also Leute, die tun so, als wären Zahlen Wirklichkeit. Und
weit stimmt das aber nicht, weil Zahlen sind nur ein Aspekt der Wirklichkeit. Das sind aber Leute, die tun, sonst könnte man Wirklichkeit ausrechnen. Und wenn ich sozusagen eine Rechnung habe, die ich darstellen kann, die mathematisch korrekt ist, spiegelt die auch Wirklichkeit wider. Und wenn ich die in der Hand habe, mache ich euch alle anderen platt, die ihr mir nur mit irgendwelchem wolkigen Zeug kommt. Und ein guter Politiker müsste eigentlich diese Zahlenmagie und diese Zahlenillusion wegfegen und sagen, du mit deinen Zahlen, du bist irgend so ein Spasti, das ist aber leider, du bist irgendwie, du verstehst überhaupt gar nicht, was los ist. Du begreifst die Welt gar nicht. Du konzentrierst dich auf deine Zahlen, aber deine Zahlen lügen. Du bist in Wahrheit ein Zahlenlügner. Und dafür braucht man aber einen gewissen Mut und man muss auch den Mut zum Pathos haben und den Mut zum politischen Pathos, und das trauen sich die Leute heute nicht mehr, weil wir natürlich in einer Zivilisation leben und in einer Kultur, die sehr, sehr zahlengläubig ist. Wir vertrauen in ganz vielen Bereichen auf die Zahlen, aber wenn es um Politik geht, dann sind Zahlen nicht ausreichend und das traut sich einer nicht mehr zu sagen. Sie sagen ja, was wir brauchen, sind Utopien. Ja, wir brauchen Leute, die den Menschen erklären, dass Politik mehr ist als irgendwas, was man ausrechnen kann. Wer kann das im Moment? Wenig Leute. Ich finde, dass wir wenig gute politische Vermittler haben. Also ehrlich gesagt fällt mir, wer das gut kann, mir fallen echt wenige ein. Von einer Skala von 1 bis 10, wie langweilig ist der Wahlkampf 2013? Ich glaube, er hat noch gar nicht angefangen. Deshalb weiß ich das gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns im Wahlkampf befinden. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Kandidaten, der kein Fettnäpfchen auslässt. Wir haben eine Medienöffentlichkeit, die sich begierig auf das kleinste Fettnäpfchen stürzt, in das er wieder hineingepatscht ist, weil irgendwie die großen Debatten nicht richtig zünden, weil die großen Unterschiede nicht zu erkennen sind. Und wir haben eine Kanzlerin, die perfekt darin ist, durch Nichtstun zu herrschen. Sie bewegt sich nicht, also macht sie auch keine Fehler. Sie ist wie so eine fernöstliche Philosophin, sie ist schon irre, sie ist toll. Also ich finde es schrecklich, was dabei rauskommt, weil es ändert sozusagen nichts an den Herrschaftsverhältnissen, aber wie sie es macht, ist wirklich Wahnsinn. Kann es sein, dass Themenparteien auf einmal in werden, weil wir uns die ganze Zeit mit Personen beschäftigen? Also wie wichtig ist es, sich mit Schawan zu beschäftigen oder Wulff? Oder Angela Merkels Urlaubsfotos? Naja, mit den Urlaubsfotos beschäftigen wir uns deshalb, weil wir sonst von der Frau praktisch nichts wissen. Die ist zwar seit 8 Jahren im Amt, aber keiner weiß irgendwas über sie. Und deshalb ist man ganz begeistert, wenn da überhaupt mal irgendwas kommt, wo man denkt, man hätte jetzt so eine Ahnung. Deshalb ist das atypisch eigentlich für die Merkel-Ära, jetzt so diese Fotos. Und wir haben uns, finde ich, nicht zu personalisiert jetzt mit Schawan oder Wulff oder Gutenberg beschäftigt, denn da ging es ja immer um was. Das waren schon Themen, um die es geht. Das sind nicht nur Stellvertreter. Was waren die Themen? Ja, die Themen waren Authentizität oder Glaubwürdigkeit oder Gesetzestreue. Im Fall von Gutenberg war es ja noch mehr. Da ging es ja um das, was mal ein Autor Berlusconismus genannt hat, ja, oder auch eine leichte Form von Faschismus, also sozusagen so eine Form von Politik, die ganz stark über Medienansprache funktioniert, ganz wenig mit Inhalten zu tun hat, eine ganz starke Personalisierung ist, auch so eine Überhöhung auch dieser Figur Gutenberg mit seiner Frau als so ein Prinz aus Bayern, der vom Schloss, und die sind so jung und schön und die erlösen uns so von dem ganzen kleinen Nickelkram der Politik, allein so durch dieses Auftreten so. Und das ist eben so dieses Berlusconistische, in Anlehnung an Italien eben, was wir bisher ja so gar nicht so haben. Wir haben ja so diese Show-Politik ja nicht. Die Show läuft ja bei uns ganz anders. Sie läuft ja nüchterner, protestantischer, kühler, kälter, auch ehrlich gesagt ein bisschen langweiliger. Und da gab es dann plötzlich so eine lustvolle Begeisterung. Jetzt haben wir es wieder gemacht. Was? Was wäre eigentlich Thema jetzt? Also wovon? Jetzt für uns alle, was müsste uns bewegen? Gerechtigkeit. Also es ist eine Frage, es ist eine Geschmackssache. Also für mich ist das Thema Gerechtigkeit. Ich finde, ich habe den Eindruck, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, weiß nicht, 20% mehr oder weniger einfach so fallen gelassen werden, um die kümmert sich keiner, die werden irgendwie so auf Hartz IV geparkt und da kommen die auch nicht weg.
Gleichzeitig sind unsere Löhne viel zu niedrig, die Aufstiegschancen für Leute, die nicht privilegiert sind, sind zu schlecht. Also im Grunde haben wir eine ungerechte Verteilung von Geld und Chancen. Dass die ungleich ist, ist nicht das Problem, weil es gibt keine Gleichheit. Gleichheit ist Quatsch. Also Gleichheit gibt es dann nur bei Pol Pot und dann sind alle tot. Das ist nicht das, was man wollen soll. Aber jede Ungleichheit muss gut begründet sein und sie ist in Deutschland einfach so schlecht begründet, das ist das Problem. Wissen das die Leute? Ja, das ist für mich auch echt ein Rätsel. Da fehlt mir die Antwort. Die könnten es wissen. Wodurch? Ja, sie müssen nur Zeitungen lesen. Sie können es ja googeln. Welche denn? Das ist ja egal. Da sind wir jetzt wieder bei Gutenberg, Schawan oder sonst was. Steht das denn irgendwo? Ja, das steht schon. Das steht bei Spiegel Online, steht das. Das steht in der Süddeutschen, das steht im Spiegel, das steht auch am Freitag. Das steht hin und wieder. Aber die Leute gucken Raab. Ja, aber nicht nur, das ist eben nicht richtig, stimmt ja nicht. Wir haben ja immer noch hohe Auflagen und hohe Quoten. Sie sehen es ja auch bei den, auch die Talkshows im Fernsehen beschäftigen sich damit. Anne Will, weiß ich nicht, Maischberger, ja auch, die Themen kommen ja vor und die Meinungen werden ja auch vertreten. Wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, wo die systemkritische Meinung unterdrückt wird. Wir leben bloß in einer, wo sie ignoriert wird. Das ist fast noch unheimlicher. Sie haben gewarnt vor der Raab-Republik. Mhm. Er soll nicht das Kanzlerduell moderieren. Fände ich besser. Er ist ein toller Typ, ein lustiger Mann. Ich finde ihn sehr intelligent, ich finde ihn sehr mutig. Er ist ein großer Fernsehunterhalter. Aber ich habe tatsächlich, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ oder spießig oder so, ich finde, Fernsehunterhaltung ist nochmal was anderes als Politik im Fernsehen. Ist nicht ernsthaft seriös genug? Die Frage verstehe ich nicht. Was? Ist er nicht ernsthaft oder seriös genug? Ach so, ja, ich finde, er ist nicht seriös genug. Im Sinne, ja, vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob er nicht, er müsste auch ein bisschen was davon verstehen. Ich meine, hängt es nicht auch ein bisschen, also diese Journalisten, die dann so einen Kanzler oder so befragen oder so ein Duell moderieren, die sitzen da ja auch nicht nur als Schaufensterpuppen, hoffentlich, sondern die müssen ja auch irgendwie so, die müssen sie auch drauf haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Leute, also anders als ich, jetzt meine ich nicht, ich meine aber die Leute, die ich kenne, die Journalisten, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, das jahrelang machen, die haben es dann schon auch echt drauf. Weil die waren dann eben vor 6 Jahren dabei, als dit und dit passiert ist und die wissen auch noch den Kommentar da und als der Typ das gemacht hat, das haben die ja alles drauf. Und wenn sie dann dieses Duell moderieren, dann können die ja dann auch mal querkommen mit so einer Frage, weil die es einfach wissen. Aber er besetzt da so einen Platz. Das weiß der doch alles gar nicht, oder? Ich unterschätze ihn total und er ist in Wahrheit der volle Vollprofi mit Innenpolitik. Da wäre ich dann aber mal gespannt. Ich versuche mal die Überleitung zu schaffen. Also ich komme aus Köthen, da habe ich so eine Kneipe, wenn ich abends reingehe und noch nicht getrunken habe, finde ich einige sehr komisch. Aber wenn ich ein bisschen was getrunken habe, komme ich in Fahrt und da bin ich ein Schuft und feiere. Und dann kann ich mich am nächsten Tag nicht erinnern, was so anziehend war an bestimmten Leuten. Und so kommt es mir vor, dass Leute wie Raab anziehend wirken könnten. Jetzt stelle ich mal die Frage, was ist denn so anziehend an so jemanden wie dem Herrn Blome? Naja, ich weiß jetzt nicht, ob der so anziehend ist. Da muss bin er ich ja sein, Sie spielen ganz viel mit dem. Der falsche Gesprächspartner, aber er ist natürlich ein kluger Typ und außerdem kennt er sich hier einfach wahnsinnig gut aus. Das ist halt einer im Unterschied, also wahrscheinlich noch nicht zu Stefan Raab, der weiß einfach, wovon er redet. Der hat dann eine andere Einschätzung als ich, der hat eine andere Meinung, der hat ein anderes Vorverständnis, seine Weltanschauung ist eine andere. Aber der hat natürlich echt Ahnung, was hier läuft. Und das ist für einen Journalisten nicht so schlecht und Raab ist einfach kein Journalist. Der hat also keine Ahnung wahrscheinlich. Der Vergleich ist ja auch ziemlich hart, aber wieso stelle ich den an? Also ich glaube, es gibt zumindest in der jungen Netzgemeinde so scharfe Bildkritik wie noch nie. Es ist ja keine Alt-68er-Geschichte, wenn schon Ali Schwarzer Werbung für die Bild macht. Mhm. Warum diese Verknüpfung mit der Bild? Aber ich habe ja keine Verknüpfung mit der Bild-Zeitung. Sie meinen, warum ich mit Blome die Sendung mache bei Phoenix? Genau. Weil da zwei Leute aufeinandertreffen, die einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge haben, vielleicht sogar einen repräsentativ unterschiedlichen Blick auf die Dinge,
weil ich bin tatsächlich irgendwie sowas wie ein Linker und das ist er sicherlich nicht. Und wir fechten es aus, wir klären es ab, wir gehen sozusagen. Sie haben geschrieben über die Boulevardisierung der seriösen Zeitungen und dass es eine Annäherung gibt und dass die richtig ist. Ist die richtig? Naja, Vorsicht. Nicht jetzt alles in einen Topf werfen und einmal umrühren und sich dann wundern, dass das Ergebnis dann irgendwie so vermuschelt ist. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Wir müssen es ein bisschen trennen. Sie haben mich gefragt, warum ich das mache mit dem Mann von der Bild-Zeitung. Ich glaube, dass die Bild-Zeitung heute eine andere ist als vor 15 Jahren. Das gehört auch zur Natur sozusagen unserer Mediengesellschaft, dass bestimmte Sachen auch softer werden. Die Bild-Zeitung ist in mancherlei Hinsicht meiner Meinung nach heute gefährlicher als früher, weil sie seriöser daherkommt. Das macht sie viel gefährlicher, das macht ihre Indoktrinierung viel gefährlicher. Ich glaube, dass die Bild-Zeitung eine extrem systemstabilisierende Zeitung ist, die sozusagen Herrschaftssystem, Verteilungssystem, Ungerechtigkeitssystem extrem stabilisiert in Deutschland. Insofern muss man die Bild-Zeitung tatsächlich bekämpfen, finde ich, ja. Aber man bekämpft sie am allerbesten durch Debatte und nicht durch Ignorieren. Und was mich so stört bei so linken Bildkritikern, und davon kenne ich wirklich sehr, sehr viele, weil beim Freitag und im Umfeld des Freitags und so, denken sehr, sehr viele Leute so. Was mich an denen stört, ist, dass sie irgendwie so tun, als sei es am besten, man würde sie so ignorieren. Das ist so ein bisschen so wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, so, wenn ich so die Augen zumache, dann sieht mich das gefährliche Monster nicht. Das ist aber Unsinn, weil dann wird man halt gefressen. Also am besten Augen auf, Visier hoch und diskutieren. Das ist gut. Man muss reden mit den Leuten. Kommunikation. Ich meine, das ganze Netz, es besteht aus Kommunikation und nicht aus, mit dir rede ich nicht. So. Sie kennen ihn vielleicht. Ich kenne ihn noch nicht. Was ist dieser Henrik M. Broder für ein Typ? Das würde ich gerne wissen. Das weiß ich nicht. Dann müssen Sie ihn selber fragen. Über den rede ich auch nicht. Nee. Ich war so irritiert. Der findet sie mal cool, mal ganz schrecklich. Dann müssen Sie mit ihm selbst sprechen. Ich muss ihn mal fragen. Machen Sie das doch mal. Ich habe eine Frage. Stellen wir vor, ich bin ein junger, naiver Mensch und gucke zu Ihnen rüber und denke mir, da ist doch ein scharfsinniger Mensch mit dem Herz am rechten Fleck, im Zweifel links. Was ist die Aufgabe des Journalismus in den nächsten Jahren in der Gegenwart? Bei dem, was hier passiert? Der Job ist immer der gleiche. Der war, glaube ich, von Anfang an der gleiche und der wird auch so immer der gleiche sein. Das ist Herrschaftskritik. Ich glaube, es ist ein Riesenmissverständnis ist bei Leuten, wenn sie glauben, wir leben in einer Gesellschaft, wo das nicht notwendig ist. Weil ich glaube, es gibt keine Gesellschaft ohne Herrschaft. Es gibt keine Gesellschaft ohne Machtausübung. Es liegt in der Natur der Sache. Und deshalb liegt auch in der Natur der Sache, dass sowas kontrolliert werden muss, dass sowas kritisiert werden muss. Es muss Checks und Balances geben. Haben wir das genug in Deutschland? Nee, finde ich nicht. Ich finde, das ist auch ein großes Problem. Das liegt aber daran, dass die Vorgänge subtiler sind als früher. Es sieht so aus, als gäbe es die großen Debatten nicht. Es sieht so aus, als gäbe es die großen streitenden Parteien auch nicht mehr miteinander. Sondern alle gehen so in die Mitte und dann wird immer geschwafelt vom Ende der Ideologien und links und rechts gibt es ja auch nicht mehr und so. Aber das ist so diese große Tönche, die so rübergestrichen wird, damit man die Unterschiede nicht mehr erkennt. Hätten Sie die Möglichkeit und das Instrument, würden Sie Herrschaftskritik absolut im Zweifel links üben? Das machen wir ja schon. Also beim Freitag, wir sind halt eine ganz kleine Zeitung und so. Und ich mache es auch in meinen Kolumnen bei Spiegel Online. Die haben jetzt eine etwas größere Verbreitung. Aber ich empfinde meinen Job so. Und ich glaube, der Job von allen mehr oder weniger politischen Journalisten sollte das sein. Was ich schade finde, ist, dass es, glaube ich, immer mehr Journalisten gibt, die ihre Aufgabe nicht darin sehen, Herrschaft zu kritisieren, sondern zu erklären. Ganz gefährliche Entwicklung, wenn man plötzlich das Gefühl hat, unser Job ist gar nicht im Interesse der Menschen, die Herrschenden zu kritisieren, sondern im Interesse des Gesamten eine Vermittlung herzustellen zwischen Herrschenden und Beherrschten. Das sehen aber immer mehr Journalisten so und das geht, glaube ich, total voll in die Hose, weil dann nämlich passiert, dass die Leute denken, die Journalisten und die da oben, die stecken sowieso alle unter einer Decke, die gehören alle zusammen.
Und das konnten sie super gut im Fall Wolf sehen, wo nämlich die Journalisten gedacht haben, oh Mensch, wir machen hier ganz toll unsere Arbeit und so. Und die ganzen Leser alle gesagt haben, ey, wisst ihr was, ihr seid eine Mischpoke und wir machen zwischen euch gar keinen Unterschied. Ihr gehört alle, ihr seid alle im gleichen Sack. Da waren viele Journalisten, ich auch, ehrlich gesagt, erstaunt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich habe ja die AfD genannt, die stehen mir nun gar nicht nah und der Wolf schon gar nicht. Aber ich fand es abscheulich, wie man das durchgezogen hat. Also was? Den Umgang. Mit Wolf? Ja. Siehst du? Im Stil. Ja, wieso? Was war denn das für ein schofeliger Präsident? Der hatte da nichts zu suchen in diesem Schloss Bellevue. Davon bin ich ebenfalls überzeugt, aber wie geht man noch mit Leuten um? Also ist das nicht ein Stil, der sich im Muster in der Bevölkerung durchsetzt? Also wenn man es mit dem Bundespräsidenten machen kann. Aber was ist denn mit dem so Schreckliches passiert? Der wurde ja quasi öffentlich nicht nur entmachtet, sondern entwürdigt. Also das war ein Tick zu viel, oder? Kann ich jetzt nicht so finden, aber ist vielleicht bin ich da irgendwie schon so total pervertiert oder ich weiß nicht, ich fand das eigentlich nicht. Ich meine, der war immerhin Bundespräsident und dann kam irgendwie raus, dass er lauter Sachen gemacht hat, die man irgendwie als Bundespräsident lieber nicht machen sollte. Und damit meine ich jetzt nicht strafrechtlich. Nee, die waren billig und unterste Schublade, wir kennen ihn ja. Er gehörte da nicht hin. Er ist natürlich, ein bisschen stimmt es schon, er ist natürlich dann öffentlich sozusagen hingerichtet worden zur Strafe, weil er sich Zutritt verschafft hat in ein Amt und in eine Würde, wo die Leute dann selber gemerkt haben, oh, wir sind hier betrogen worden. Er ist im Grunde so vom Hof gejagt worden wie so ein Schwindler, wissen Sie? Also nicht wie jemand, der gescheitert ist. Aber das war ein demokratischer Prozess. Ja, naja. Was darf der Journalismus? Demokratischer Prozess ist. Das finde ich eben zum Beispiel auch absurd. Der ist natürlich nicht gewählt worden von den Leuten, sondern der ist eingesetzt worden im Prinzip von Angela Merkel, weil anders läuft das ja nicht. Das war dann reden wir darüber. Das finde ich auch viel spannender. Direkte Demokratie. Ja. Wird das kommen? Am besten sind immer Mischsysteme. Wir leben schon in einem Mischsystem. Wir haben bestimmte Institutionen, die sind gar nicht demokratisch. Das Verfassungsgericht oder die Bundesbank, null Demokratie. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, weil das funktioniert nicht. Das heißt, am besten funktionieren so Systeme wohl dann, wenn sie so gestrickt sind, dass sich das alles so gegenseitig ausbalanciert. Und ich glaube, dass der Anteil von direkter Demokratie zu niedrig ist bei uns. Also eine direkte Demokratie im Sinne von nur eine direkte Demokratie, das wäre die Hölle. Das ist dann so Peronismus, das ist im Grunde so ein südamerikanisches Politikmodell, das können wir auf keinen Fall wollen. Aber mehr direkte Demokratie, unbedingt, klar, ja. In den nächsten Jahren, also wir werden ja einige Probleme wahrscheinlich noch weiterhin haben. Also so oft die meisten, wir auch. Die meisten. Ja, die werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Also auch nicht mit AfD, ohne CDU, wie auch immer. Wie wichtig ist die Verknüpfung der neuen Medien, der Journalisten und den sozialen Bewegungen? Und was glauben Sie, was da für Potenziale stecken? Also ich glaube, Sie haben es wirklich überrafft, wie Netz funktioniert, wie Kollektivintelligenz entsteht. Ist da was machbar? Also kann man da was bauen? Weiß ich nicht. Ich bin so enttäuscht davon, wie in Deutschland das mit Occupy oder Blockupy gelaufen ist, dass die, obwohl zur Hochzeit dieser Finanzkrise das, wofür Occupy steht, ganz viel Rückhalt und hatte in der Bevölkerung einfach bei ganz normalen Leuten und Fürsprecher, ist nicht richtig was draus geworden. Es ist irgendwie so, hat einmal so blub gemacht und dann ist so. Und dann klar, jetzt, wenn man das so sagt, dann kriegt man bestimmt gleich wieder 100 Mails, wo gesagt wird, das stimmt doch gar nicht, wir machen jeden Monat Demokratie. Ich stand erst, glaube ich, vor wenigen Tagen am Freitag, Blockupy kommt wieder. Ja, das hat, ich weiß, ich habe auch gesehen. Aber das möchte ich dann, das will ich dann erstmal sehen, ob das wirklich passiert. Und ich glaube, das liegt daran, dass es eben, dass sich diese Gruppen nicht in feste Institutionen gegossen haben, die handlungsfähig sind und dass da auch kein echtes Führungspersonal da ist. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Sie brauchen halt immer, für irgendeine Revolution brauchen sie immer irgendeinen Rudi Dutschke. So, sie brauchen einen, der sich da hinstellt und sagt, so, wir machen das jetzt so, wir haben jetzt hier 5 Forderungen und zack, Banken so und Finanzmärkte so und so. Und
Und dann müssen sie halt notfalls auch sagen, gut, dann marschieren wir eben jetzt auf den Reichstag und da ist zwar die Bannmeile, aber das interessiert uns nicht. Die durchbrechen wir jetzt. Das Risiko müssen wir dann eingehen. Und irgendwie, ich meine, gucken Sie sich mal um. So. Gäbe es sowas, würden Sie das begleiten? Oh, ich würde das auf jeden Fall begleiten. Ich finde das absolut notwendig, dass es sowas gibt. Aber ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Ich sehe es nicht so richtig. So, und jetzt haben Sie nach den Medien gefragt. Ich finde nicht, dass diese Protestbewegung sich darüber beklagen können, in den Medien zu schlecht oder zu wenig dargestellt worden zu sein, finde ich nicht. Es ist natürlich nicht der Job der Medien, zu sagen, die Demo-Route sollte diesen Verlauf nehmen, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Das ist einfach nicht unser Job als Journalist. Auch da muss man vorsichtig sein. Es geht mir eher ums Kräftegleichgewicht. Also ich sehe Aktive, sagen wir mal, im Aktivistenbereich Occupy und dem gegenüber steht die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Eben. Und das ist die Hölle. Eben. Gibt es da irgendwie doch Aufgabe im Sinne von im Zweifel links? Ja, aber das ist, also ja, für Leute, die keine Journalisten sind, ja. Also ich finde, als Journalist hat man einen anderen Job. Das ist nicht, also meine Aufgabe ist das nicht, aber Sie beschreiben es ja, na klar. Also die Interessen sozusagen der Herrschenden sind besser verwaltet und reichhaltiger ausgestattet als die kritischen Interessen. Und das ist eine Aufgabe an die Zivilgesellschaft, an die Leute, die sich da organisieren, macht mehr daraus. Aber es ist natürlich heute viel, viel schwieriger, weil die klaren Ziele fehlen. Es ist sehr schwer in dieser Gesellschaft, die aus so vielen Schichten besteht und wo sozusagen die wahren Verhältnisse sich sehr gut tarnen, die Klarheit hinzubekommen, die sie brauchen, um von der Reflexion zur Aktion zu kommen. Es ist halt echt scheiß schwierig. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Augstein. Ich habe zum Schluss immer drei Begriffe, die ich in den Raum werfe und bitte um drei Assoziationen. Der erste Begriff ist Liebreiz. Sehr schönes altmodisches Wort, was man häufiger benutzen sollte. Sommer. Ja, viel zu kurz hier, wo ich wohne, in Berlin. Ich habe den Eindruck, wir haben das hier irgendwie so 4 Wochen im Jahr und der Rest der Zeit ist Winter. Ich denke tatsächlich, ich glaube, wenn ich älter werde, muss ich hier auswandern. Zypern? Zypern ist nicht so wichtig, wie es scheint. Es geht nicht um Zypern. Es geht darum, wie sich Deutschland verhält und nicht, ob auf Zypern irgendwelche Leute irgendwelche Schulden bezahlen oder nicht. Die Entscheidung über diese Euro-Krise fällt in Deutschland und durch die deutsche Bundeskanzlerin, nicht auf Zypern. Weil Sie es aussprechen, wie mächtig ist diese Frau? Sie ist, glaube ich, sehr, sehr mächtig. Sie ist sicherlich die mächtigste Bundeskanzlerin, die es jemals gab. Und sie ist mir echt unheimlich. Ja? Warum? Weil sie so undurchschaubar ist, weil man nicht weiß, wofür sie eigentlich steht, was sie will. Weil sie ist sozusagen die reine Macht. Ist es nicht das, was sich die Piraten immer gewünscht haben? So eine virtuelle Figur, die das aktuelle Feeling ausdrückt? Oh, jetzt kriege ich 100 böse. Ich wollte gerade sagen, aber es ist aber auch, ich meine, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, sagt man, glaube ich, in solchen Fällen. Also ich glaube, das ist jetzt eine ganz schräge Analogie, aber vielleicht ist sie auch gar nicht so schräg, die Analogie, die Sie da haben, weil wahrscheinlich stimmt es, denn Merkel ist, wenn man das ein bisschen überzeichnet, dann ist sie gar keine richtige Person. Sie ist sozusagen mehr so ein laufendes Prinzip. Ich glaube, dass es in ihr ist gar nichts. Da gibt es auch nichts. Da gibt es keine Wünsche, Ziele, Hoffnungen, Visionen, Vorstellungen, Bedauern, Sehnsüchte. Also all das, wo man eigentlich macht, das macht sozusagen so einen Menschen aus. Sie ist der lebendige Liquid Feedback. Ja, genau, vollkommen richtig. Insofern ist es wahrscheinlich, auf den ersten Blick ist es eine schräge Idee, die Sie da gerade hatten, aber in Wahrheit ist das wahrscheinlich eine ziemlich präzise Vorstellung. Eigentlich hat sie was Virtuelles auch. Vielen Dank. Danke. Und ich hoffe, wir treffen uns wieder auf dem Kaffee, Herr Augstein. Gerne, sehr gerne. Danke. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten, und meine nächsten Gäste sind Dina und Roland Faust, Schauspieler, Musiker, Regisseur. Ihr kennt sie bestimmt noch aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Unter uns, aber die machen jetzt ganz andere tolle Sachen. Bis zum nächsten Mal.